61.000 Euro, dann haben wir schon. Auch wieder einiges im Inventar. Kann man da irgendwas Besonderes benutzen? Oh, orange ist das. Ja. Aber zu Hause ja sonst. Den Ton. Was verkaufen wir dann einfach? Was Besonderes? Nö. Da irgendwas Besonderes? Aus. Na gut. Da müssen wir hin. Komm schon raus, du feige Ratte! Daddy und sein Püppchen meinen, sie könnten mir Befehle geben als... Heilige Scheiße! Was war das? Ach, und das soll jetzt das Beste von... Steh und go! Scharfschütze. Geht dir denn nie die Muni aus? Haltet sie fern! Hallo, was zu rennen und... Ja. Der Rest wird glaube ich unten noch sein, ne? Da waren glaube ich noch ein paar mehr. Ja, noch nicht rein. Ja,
Munition immer gerne mitnehmen. Oh, jetzt ist der Typ da runtergefallen. Dieses scheiß Geschütz ist das. Besser aus Katana. Du meinst es schon gut, aber da halt kann irgendwie aufbessern. Ich räume unten die beiden leer. Dann komm einfach rein. Ein bisschen rumwedeln. Zum Glück habe ich es ja getroffen zum Schluss. Okay. Cut. Genau da. Synchron Menno. Kurz bevor er. Klar, Junge, sonst fühlt sich's an, als würde man ein Kissen abstechen. Okay. Ein Bild zurück. Erweitere Schmerzfeedback und Eisengeschmack. Freddy Boy, du hast echt drauf. Den Schweißgestank schneide ich raus. Nein, nein, lass drin. Manche wollen den Extra-Kick.
Aufwachen, Gentlemen. Was ist hier los? Security! Zu weit weg, um uns zu hören. Immer mit der Ruhe, okay? Wir tunen und verkaufen nur. Wir drehen nichts davon, wirklich. Wir finden eine Lösung. Sag mir einfach, was du willst und wir finden das für dich. Was ist das hier, euer kleines Familiengeschäft? Die Leute kaufen, wir verkaufen. Geschäft ist Geschäft. Suchst du nach was Bestimmtem? Weißt du, wenn wir es nicht tun, dann tut's ein anderer. Willst du was richtig Hardcore-mäßiges sehen? Wir geben den Leuten da draußen nur, was sie wollen. Das ist alles. Ex-BD von einem Predigersohn. Ermordet. Klingelt da was? Welcher Prediger? Haben gerade eine Lieferung mit Jungs reingekriegt. Weiß nicht, wie die Daddies heißen. Da brauche ich mehr Infos. Bryce Stone, einer von N54. Sohn hieß Bobby Stone, 12 Jahre alt, als er starb. War er schwarz, weiß, Latino? Irgendwas Auffälliges. Wie wurde er umgebracht? Papa, ich glaube, ich weiß, welchen sie meint. BD 9430. Den Predigerjung. Wer hat ihn umgebracht? Von wem habt ihr den Ex-BD? Niemand gibt uns irgendwas direkt. Wir haben tote Briefkästen. Das war's. So bleibt alles sicher. Für alle Beteiligten. Der Ex-BD war ungeschnitten. Irgendwas muss euch aufgefallen sein. Irgendein Hinweis. Spiegelbild, Tattoo, irgendwas. Unser Interesse liegt in der Imperfektion selbst. Nicht in ihrem Erschaffer. Gib mir diesen verfickten Braindance. Sofort. Ja, ist ja gut. Beruhige dich. Nimm ihn einfach. Freddy! Er ist gleich hinter uns. Dort auf dem Regal. BD 9430. Der da. Der ist es. Nimm ihn einfach. Wir sagen keinem, dass du da warst. Wir schwören's. Ist noch irgendwas Blaues? Was? Unsere neueste Erfindung. Schön auf mich gefahren, die Teppen, ey. Okay.
jetzt geschafft. Missions-Item wegzumachen. Okay. Super Arbeit, wie? Geld. Fast wieder ein Level up. Na gut, dann können wir wieder hier ein bisschen verkaufen. Stammgewehre will ich jetzt nicht nehmen, sonst eher vielleicht eine gute Pistole oder eine gute Schrotflinte. Mal schauen. Also. Wegmachen eigentlich. Kommt zu Hause ins Lager, das vielleicht mal zum Anprobieren einmal. Mein Katana ist besser. Junk. Soll ich Junk nehmen? Moment, der Junk war da unten. Sorry. Katzenfutter muss ich behalten, aber alles andere weg. Ah, kann weg. Auch wieder Geld gemacht. Jetzt einsteigen. Ja. Gut, dann würde ich sagen. Zum nächsten. Da hätten wir jetzt da noch einen Punkt. Dann hätten wir da unten zwei Nebenmissionen direkt. Okay. Andere, die Nebenmission, die große ist da. Hinter mir. Dieser Arm, er gehört nicht zu mir. Überhaupt nichts ist von mir. Alles kalter Stahl. Womit habe ich das nur verdient? Warum musste ich nur an Hinzer geraten? Dieses Jucken. Soll das jucken? Warum spüre ich überhaupt was? Es ist doch nur Stahl. Ganz ruhig. Vergiss deine Seele. Du musst seine retten. Hilfe! Hilf geht mir es doch! Dir, geht es dir gut? Legt ihr nicht ein Gelübde gegen Implantate ab? Doch, das habe ich. Glaubst du, ich habe das freiwillig gemacht? Entschuldige, dass ich mich nicht verbeuge. Ich bin noch etwas unbeholfen mit der neuen Situation. Soll das heißen, dich hat jemand gezwungen? Nicht nur mich, auch meinen Bruder. Sie haben uns betäubt und meinen Körper geschändet. Und sie haben sich dabei über mich lächerlich gemacht. Wie kann man einem Menschen nur so etwas antun? Ich verstehe das nicht. Wer sollte sowas machen und warum? Wir waren unterwegs und haben Almosen gesammelt. Da kamen sie auf uns zu. Sie lachten und fragten uns, ob wir auch Implantate als Spender annehmen. Sie waren mehr Maschine als Mensch und sagten, sie würden uns besser machen, wie Werkzeuge. Maelstrom. Und dein Bruder? Ist er noch bei Ihnen? Ja. Ich war zuerst dran.
Und dann haben sie überlegt, wie sie ihn modifizieren. Du siehst wie jemand aus, der mit ihnen sprechen kann. Ich bitte dich, hilf meinem Bruder. Ich hoffe nur, dass es nicht zu spät ist. Ich will nicht, dass er so endet wie ich. Moment. Was werden da jetzt am besten zu sagen? Diese chromabhängigen Psychos. Wird eine harte Nummer. Maelstrom macht es einem nie leicht. Diese verdammten Freaks. Bitte hilf uns, aber ohne Blutvergießen. Ich flehe dich an. Ich sehe, was ich tun kann. Dein Bruder kommt jedenfalls frei. Versprochen. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Sie halten ihn in einem Lagerhaus, nördlich von hier, gefangen. Du findest es bei der Straße entlang der Docks. Sacrum Profanum heißt die Mission, okay? Zweiter Sicht ist mir an. Schon Sonnenuntergang? Ja, müsste jetzt Sonnenuntergang sein. Gucken sich die beiden da hinten den Sonnenuntergang an. Wie süß. Neuen Spielstand. Auf geht's.
muss ich immer die perfekte Wache spielen. Ha! Als ob die Heususe was versuchen würde. Aus dem machen wir einen schönen Krumm, oder? Schatz, da ist jemand! Nagelt den Fleischsack an die Wand! Hilfe! Ich will hier Achtung! Raus. Ich stürme los! Und jetzt, Schwarze! Lang und schnell! So. Yeah! Wieso? Hallo? Sie blutet! Das ist unser Schock! Ich jetzt das? Hallo! Ich bin eine andere... Überlass das mir! Wie wär's mit euch? Zum Henker. Darum muss ich immer die perfekte Wache spielen. Als ob die Heususe was versucht. Aus dem machen wir einen schönen Krumm, oder? Zeitverschwendung. Wieder zurück. Komm. Jetzt? Nie hat man seine Ruhe. Hä? Hört mal, Chumbas. Wie wäre es, wenn Sie ihm statt einem Arm die Knarre verpassen? Dann würde er jedes Mal, wenn er pisst... Und dann startet er seine eigene Sekte, die... Achtung, jetzt kommt's! Warum, Buddhas? Das war mein Witz. Bitte, Dama hat mir Frieden gebracht. Nimm. Schnauze halten oder ich reiß dir die Zunge raus. Hier halten sie unseren heiligen Bruder also fest. Verfickte Scheißoptik! Shit, hast du das gehört? Das gefällt mir so gar nicht. Oh fuck! Ah, Hilfe! Ich will hier raus! Achtung! Noch einer. Bewegt euch! So, dann gucken wir mal. Nichts machen. So. Ja. Bitte tu das nicht. Es verstößt gegen meinen Glauben. Bitte. Ich will das nicht. Frei.
aus Wumme. Nee, ich will ihn nehmen. Ganz ruhig. Es ist vorbei. Ich gehöre nicht zu denen. Was machst du dann hier? Was ist passiert? Sieht so aus, als wäre ich rechtzeitig gekommen. Alles in Ordnung? Haben sie dir was angetan? Ich hatte Glück. Sie haben gestritten, welches Implantat witziger wäre. Diese kranken Cyberpsychos. Einer wollte mir den Kiefer abnehmen. Was für ein grausiger Gedanke. Zum Glück ist das nicht dazu gekommen. Aber wie kommt's, dass du genau in diesem Moment hier aufgekreuzt bist? Ich habe im Vorbeigehen ein paar schlappe Witze über Chrombuddhas gehört. Aber Maelstrom ist nicht für seine Späße bekannt. Naja, um ehrlich zu sein, hat mich dein Bruder geschickt. Er wollte nicht, dass dir das Gleiche passiert. Danke, dass du mich gerettet hast. Aber mein Reben ist es nicht wert, dafür zu töten. Eine gute Tat rechtfertigt nicht das Leid, das du verursacht hast. Was du getan hast, war der Inbegriff des Bösen. Dein Bruder war sympathischer. Wie hat Maelstrom dich überhaupt geschnappt? Die meisten gehen ihnen aus dem Weg. Wir sind fremd hier. Wir wandern von Ort zu Ort. Wir sind erst kürzlich nach Night City gekommen und hatten keine Zeit, etwas über die Gefahren zu lernen. Leben Mönche nicht in Klöstern? Früher nicht. Mein Bruder und ich gehören einer Gruppierung an, die ältesten Lehren Buddhas befolgt. Es ist ein lehrreiches Leben. Immer wieder treffen wir die ungewöhnlichsten Menschen. Das sieht man. Ich weiß, was Sarkasmus ist. Und natürlich weiß ich, dass die Welt gefährlich ist. Aber wer kein Risiko eingeht, wird nie erfahren, was vor seiner Haustür liegt. Du verstehst das sicher. Dein Bruder wartet auf dich. Nicht weit von hier, auf dem Plaza. Ich muss nur kurz durchatmen. Dann kann ich gehen. Er hieß es, der nun gerettet werden muss. Hm. Du hast einen Namen. Fenrir. Vielleicht können wir ja auch Fenrir benutzen, anstatt der Pistole. Mal schauen. Halte Fenrir auf jeden Fall. Kommt dann auf jeden Fall zu Hause ins Lager. Bin noch irgendwas? Der latscht einfach durch die Leichen. Genau. Wo ist er denn? Was ist denn jetzt? Hallo. Kann ich auch bis morgen warten, bis er rauskommt, ey. Noch nicht bei mir. Ja. Wo? Bitte? Was macht der denn? Hallo. Er betet. Na gut. Bleib da. Einsteigen. Abhauen.